So. Ja. Und wir haben heute auch einen Mann bei uns, der das Krippenbauen zu seiner Leidenschaft gemacht hat. Norbert Kirch-Kleinlercher ist bei uns, Krippenbauer aus Tirol, der jetzt im Badischen lebt und uns drei seiner Krippen mitgebracht hat. Unter anderem, hallo Herr Kirch-Kleinlercher, unter anderem eine Fasskrippe. Das ist Ihre Spezialität, die sieht man nicht so oft. Das heißt, Sie haben in ein altes Weinfass eine Krippe reingebaut. Ja, das ist richtig. Das war ein altes Weinfass und es ist beim Nachbar irgendwo im Hof drin gestanden und der wollte das fortschmeißen. Und ja, dann habe ich gesagt, hör zu, das Fass gehört mir, da mache ich irgendwas draus. Und so sind, aus reinem Zufall ist dann so eine Fasskrippe entstanden. Und diese Krippe war letztes Jahr an Weihnachten in Wien in der St. Peterskirche in der Weihnachtsausstellung. Wow, das ist aber ein Ritterschlag für den Krippenbauer, oder? Ja, das war schon ein bisschen überraschend, aber man sagte da in dem Fall nicht nein. Ne? Na, aber sowieso nicht. Zu Ihrer Geschichte, das ist ja auch ganz spannend. Man sieht dem Objekt an, das hat einer gebaut, der das Handwerk versteht. Sie sind gelernter Schreiner, haben dann viele Jahre aber was ganz anderes gemacht, sind Straßenbahnen gefahren und dann im Ruhestand haben Sie gesagt, so, und jetzt gehe ich es nochmal an. Und dann haben Sie den Krippenbaumeister gemacht. Das gibt es tatsächlich. Ja, das war so ein bisschen eine Krankheit. Ja. Ich habe in meiner Jugendzeit habe ich schon Krippen gebaut für Onkel, Tanten, Familie und so weiter und so fort. Und dann kam das Berufsleben. Und als dann die Rente genaht hat, habe ich mir gedacht, so, jetzt ein Hobby brauchst. Und dann habe ich mich einfach wieder auf das Krippenbau besinnen. Und dann war noch so dieser Krippenbaumeister im Hinterkopf. Und dann habe ich noch den Krippenbaumeister gemacht in Klüserath bei Trier. Mhm. Und ja, daraus sind dann diese Werke entstanden. Also es ist nicht nur die Fasskrippe, sondern hier vorne ist noch eine Schneekrippe. Das hier ist ein Tribut an Ihre neue Heimat hier, ne? Genau, richtig. Krippe. Und zwar, das ist eine Schwarzwaldkrippe und ein großes Medienfirma im Südbadischen, die hat mich gebeten, ob ich nicht anstatt einer Tiroler Krippe mal eine regionale Krippe bauen kann aus dem Schwarzwald. Mhm. Und natürlich lasse ich mir sowas nicht entgehen. Und ich bin dann nach Gutachrundo gefahren, habe mir Fotos von den Häusern gemacht, von den Vogtsbauernhöfen. Und daraus ist so jetzt diese Krippe entstanden. Weil sonst sind die Krippen eher so im Stil ihrer Heimat, Tirol. Ne? Das sind so Häuser, wie sie da stehen. Ja, das kann ich wohl nicht verleugnen, will es auch gar nicht. Mhm. Und es sind auch im Gedächtnis jetzt solche Almenhütten, die ich als Jugendlicher kenne, wo man dann oben war beim Skifahren oder beim Bergwandern. Und dann hat man sich so die andere Hütte oder den anderen Baustil gemerkt. Und das kann ich mir eigentlich jetzt wieder so ein bisschen zurückholen. Und da baue ich dann meine Krippen draus. Und ich habe auch mit den Anspruch erhoben, dass den Namen der Krippen, die ich baue, alles aus meiner Heimatgemeinde kommen. Und zwar den Almen von meiner Heimatgemeinde. Sehr schön. Also so ein bisschen Heimweh wird da auch noch mit verbaut. Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Sehr gut. Man sieht einfach, es ist wahnsinnig detailverliebt und wirklich bis ins Kleinste, in die kleinste Nuance ist das schön. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie Krippen bauen? Ja, man wird in eine eigene Welt versetzt. Mhm. Man fängt an, ja, es mag jetzt komisch klingen, aber man fragt wirklich, wenn man anfängt oder man ist so weit, dass mal der Stall steht, dass man fragt, Herrgott, wo, in welchem Eck willst du dein Bettle haben? Ne? Ach Gott. So in der Richtung halt und so baut man das auf. Und es ist, wenn ich morgens anfange, weiß ich nie, wie die Krippe abends aussieht. Aha. Also das sind immer Überraschungen drin. Da ich nur mit Naturhölzern baue, dann kommt eine Rinde und dann kriegt die Krippe vielleicht schon eine ganz andere Baurichtung wieder. Also man weiß nie, wie es weitergeht. Mhm. Dann fangen wir doch mal miteinander an. Wenn jetzt jemand sagt, ach ja, vielleicht jetzt nicht gleich so eine opulente Krippe, aber so eine kleine Krippe, würde ich mir vielleicht doch mal bauen so für nächste Weihnachten. Dieses Jahr. Ja, ich habe jetzt als Vorschlag einmal was Kleines gemacht. Man fängt eigentlich an mit der Bodenplatte. Mhm. Und das Erste, was man sich als Krippenbauer überlegen muss, wie groß werden meine Figuren? Ja. Darum muss ich dann das Haus um die Figuren eigentlich rumbauen. Nicht umgekehrt, sondern die Figuren bestimmen die Größe, die Proportionen. Also ich brauche eine Grundplatte, dann brauche ich, weil es besser aussieht, ein Podest, wo die Krippe des Hauses ein bisschen erhöht steht. Mhm. Darum kann ich dann das Gelände bauen. Ganz hervorragend zum Gelände bauen ist eine Rinde vom Lärchenbaum. Den gibt es bis zu 12 cm Dicke und der bietet einfach ein irres
ihre Möglichkeiten, das Gelände Natur so zu belassen, wie es jetzt aussieht, das kann man mit der Hand eigentlich gar nicht machen. Diese Rinde hat einen Blitzschlag getroffen und da rinnt jetzt dieses heiße Wachsrind da aus. Ja. Und da könnte man jetzt draus vielleicht eine Quelle draus bauen. Mhm. Also das sind so die Möglichkeiten, die sich einfach im Nachhinein bietet. Und man muss, das Gelände kann man auch mit Weichfaserplatten machen. Und da muss man aber bedenken, dass man immer so viel Platz hat, dass auch eine Figur drauf stehen kann. Ja. Nicht? Man hat dann eine Krippe und man hat keinen Platz für die Figuren. Also das sollte halt auch nicht sein. Also die Figur erst und dann auf die maßgeschneidert quasi die Krippe anpassen. Die Figur ist das Erste, was ich wissen muss. Ja. Und woher kriegen Sie Ihre Materialien? Also so eine dicke Lärche findet man nicht in jedem Wald, in jeder Ecke, oder? Also ich fahre wirklich im Jahr 2 bis 3 Mal nach Osttirol in meine Heimatgemeinde. Mhm. Und da habe ich von meiner Cousine da Bergbauernhof und unter Almhütte. Und da lebe ich eigentlich, was der Krippenbauer braucht, im Paradies. Da geht man in den Wald mit der Tasche mit und dann findet man alles, was man da oben braucht. Also das ist wirklich herrlich. Bis hoch zum größten, auf 2.500 Meter wächst dieser Hirschheiderich oder Alpenazalee genannt. Und das bedient jetzt da bei den Krippen zu der Portion passend wie ein Gewächs, das an der Wand hochwächst. Sieht toll aus. So, jetzt lassen Sie uns noch mal ins Machen kommen. Also, den Aufbau, Bodenplatte und so, das haben wir schon mal gesehen. Wie macht man zum Beispiel solche Schindeln, dass die so natürlich aussehen und nicht so... Also man könnte diese Dachschindeln auch mit Eisstäbchen machen, aber ich mache meine Schindeln alle, ich klopfe die Schindeln alle selbst. Mhm. Und zwar, die sollten so 1,5 Millimeter dick sein ungefähr, weil sie ja proportionsmäßig wieder zu der Figuren passen müssen. Die klopfe ich mir mit bis zu 1,5 Millimeter Dicke ab. Und dann nehme ich immer die doppelte Länge von einer Schindel. Ja. Und zwar, ich gehe dann her und breche diese Schindel in der Mitte ab. Dann habe ich schon den Abbruch und den lege ich dann oben drüber. Dann sieht es nicht aus, als wenn man mit einer Säge gearbeitet hätte. Sieht es ganz natürlich aus. Wie viele Stunden sind Sie da an so einer Krippe dran? An dieser? An der zum Beispiel. Gehen wir gleich ins Große. Ja, also da ist man schon 1,5 Monate ist man dann schon dran. Und der Tag hat dann schon ein paar Stunden, oder? Ja, aber keine 8 Stunden mehr. Also die Zeit ist rum. Also das muss ich nicht mehr haben. Also 3, 4 Stunden, je nach Laune. Oder es kann auch mal, wenn man die Kreativität ausgeht, dann sind es einfach nur 2. Dann gehe ich heim, mache mal nichts mehr. Am nächsten Tag komme ich wieder und dann kann man wieder mit frischem Elan wieder anfangen. Also es schwankt so zwischen Monat und 1,5 Monat, je nachdem. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie im Sommer auch bauen, oder? Bei mir ist nach Weihnachten vor Weihnachten. Also im Januar mache ich eigentlich nichts. Also da hat man die Schnauze voll mal von Dingen. Ja. Aber im Februar fängt es dann schon wieder an zu pickeln. Okay, da geht es dann schon wieder weiter. Genau. Weil wenn man ein paar Krippen bis zum Weihnachten dann haben will, dann muss man im März, April wird dann wieder nach Osttirol reingefahren und dann wird wieder Sachen geholt. Und im Sommer dann noch einmal, dass man die Azalee bekommt. Ja. Weil bis zum Mai liegt der Schnee oben dran. Ja. Und deswegen auch da diese Idee mal an der Schneekrippe. So eine Krippe kann einen das ganze Jahr beschäftigen, habe ich gelernt. Und wir lassen jetzt mal noch schnell den Stern über der Krippe leuchten, über der Hütte. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Der vielleicht größte Stern über einem Stall leuchtet derzeit in Rheinland-Pfalz im Westerwald. Es ist ein Stall mit einer lebendigen Krippe. Und der Stern soll hier auch in eine ganz besondere Richtung weisen, die gerade Ochs und Esel sehr freuen dürfte.